Der Sinusknoten liegt an der Mündung der oberen Hohlvene in den rechten Vorhof, in die rechte Vorkammer. Ein Taktgeber, der normalerweise dafür sorgt, dass es im Rhythmus pumpt. Von dort aus geht die Erregungsbildung über die beiden Vorkammer hinweg zum sogenannten AV-Knoten, der am Übergang zwischen Vorkammer und Kammer lokalisiert ist. Woraufhin die beiden Kammern symmetrisch erregt werden und damit gleichzeitig das Blut in den Körperkreislauf und in den Lungenkreislauf ausschütten können. Beim Vorhofflimmern ist es so, dass die Erregung nicht mehr von dem normalen Erregungsbildungszentrum, also vom Sinusknoten ausgeht, sondern chaotisch in beiden Vorkammern eine sehr hohe Herzfrequenz vorliegt. Die kommt in aller Regel aus der linken Vorkammer, kann aber von überall kommen. Als Folge von dem, dass die Herzfrequenz in den Vorkammern 4, 5, 600 pro Minute liegt, kontrahieren die Vorhöfe nicht mehr normal. Das heißt, sie ziehen sich nicht mehr normal zusammen, sondern haben mehr so eine leichte, eben flimmernde Bewegung. Dadurch kommt das Blut dort in eine Stase, eine sogenannte. Das heißt, das Blut wird nicht mehr normal in die Kammern transportiert, sondern die Fließgeschwindigkeit ist deutlich verlangsamt. Als Folge dessen können sich in den Vorkammern Gerinnsel bilden. Wenn es zu einer Thrombenbildung kommt, und das kann eben im Rahmen des Vorhofflimmerns sehr rasch passieren innerhalb des Herzens, dann besteht die Gefahr, dass diese kleinen Thromben, die so klein sind, dass sie sehr gut durch die großen Gefäße weitergehen, eben auch in kleine Gefäße, zum Beispiel im Gehirn, aufgefangen werden und es da zu einer Verstopfung dieser Gefäße mit einer entsprechenden Durchblutungsstörung kommt. Wir wissen mittlerweile aus Studien, dass es im Wesentlichen darum geht, die Blutgerinnung zu unterdrücken, so auch im Herzen, um zu verhindern, dass sich solche Thromben überhaupt bilden. Dann können sie auch nicht ins Gehirn weitertransportiert werden. Die Gerinnung hat im Rahmen der Evolution des Menschen die Aufgabe, die Integrität des Gefäßsystems aufrechtzuerhalten. Das heißt, bei Verletzung des Gefäßsystems sollte durch die Gerinnung verhindert werden, dass es zu einem Verbluten kommt. Nicht selten ist es leider so, dass Patienten zum ersten Mal mit einem Schlaganfall symptomatisch werden mit dem Vorhofflimmern. Ich bin wegen einer Unfallverletzung auf den Operationstisch gekommen und intraoperativ hat man das dann festgestellt. Und erst aufgrund von dem bin ich jetzt dann auf die Kardiologie gekommen. Zur Früherkennung gibt es mehrere Methoden. Eine von den Methoden, die mit am einfachsten ist und inzwischen auch von einigen offiziellen Gesellschaften empfohlen wird, ist das sogenannte opportunistische Screening, also einfach das Screening von jedem, der zur Tür reinkommt, der über 60, über 65 Jahre alt ist, mittels Blutdruckmessung, Pulsmessung und EKG. Die allermeisten Patienten mit einem Vorhofflimmern sind älter oder haben andere Risikofaktoren, die für einen Schlaganfall prädisponieren, also mit denen man eher einen Schlaganfall bekommt. Zuckererkrankung, Bluthochdruck, Veränderungen der Gefäße und so weiter. Dementsprechend ist es wichtig, das Vorhofflimmern früh zu erkennen, um vor allen Dingen die Blutverdünnung zum richtigen Zeitpunkt frühzeitig beginnen zu können und somit vor dem Schlaganfall zu schützen. Dann zur Blutverdünnung beim Vorhofflimmern gibt es mehrere Möglichkeiten. Klassischerweise wird die Blutverdünnung beim Vorhofflimmern mit den Kumarinen durchgeführt. Das sind Substanzen, die über eine längere Zeit wirken, die aufgrund ihres engen Wirkfensters aber auch einer dauernden Überwachung bedürfen, wie wir das zum Beispiel auch in Patient Self-Management oder Patient Self-Testing betreiben können. Andererseits haben wir die neuen oralen Antikoagulantien, deren Vorteil darin besteht, dass sie zum einen eine leicht höhere Effizienz zeigen, zum anderen aber auch keine solche Überwachung bedürfen. Allerdings müssen die Patienten darauf achten, dass sie diese Substanzen regelmäßig einnehmen. Praktisch hat das zur Konsequenz, dass diese Patienten eine fixe Dosierung einnehmen, einmal oder zweimal pro Tag, ohne dass sie INR oder QIC bestimmen müssen und damit in den Studien nicht nur eine gleichwertige, sondern zum großen Teil sogar einen überlegenen Schutz vor dem Schlaganfall erhalten.